Spießer. Dieses Heft fand ich bei Tide, dem Ausbildungs- und Fernseh- und Radiokanal in Hamburg. Von den Farben her würde ich sagen, das ist von der Postbank. Aber beim Durchblättern merkte ich, das kann ich. Wird ja nebenbei für die Postbank Reklame gemacht. Aber dafür für die Bundeswehr ganzseitig. Der Wahrheit verpflichtet sonst niemandem. Andere Reklame, der Spiegel. Ich habe das Heft noch nie gesehen, noch nie davon gehört. Sehr viele Reklamen drin. Welt-AIDS-Tag, ganzseitige Reklame. Pixel aufs Papier, es gibt da so einen Wettbewerb. Für besonders wagemutige oder interessante Bilder. Also, erster Eindruck, grafisch sehr professionell. Und ein Heft Spießer zu nennen. Kleine Provokation, denn wer will schon Spießer sein? Dieses Spießerheft zeigt, dass die dahinter stehen, eigentlich nicht besonders spießig sind. Clever. Clevere Strategie. Das ist so wie so ein trojanisches Pferd. Unter dem Deckmantel der Spießigkeit. Aber das ist nur so eine oberflächliche Betrachtungsweise. Wenn ich nämlich schon sehe, dass hier eine ganze Seite dem Innenminister de Maizière eingerichtet wird. Internet ist kein rechtsfreier Raum. Ja. Also geht das natürlich in eine bestimmte politische Richtung. Dieses Heft auch. Ein Kotau vor den Meinungen des Herrn Innenministers. Welcher Sicherheitstyp bist du? Es geht um Sicherheit. Neidisch. Also als jemand, der selber begeistert und gerne Grafiken und vor allen Dingen Collagen herstellt, muss ich sagen, ist das toll gemacht. Ein super lebendiges, vom Grafischen her, Heft. Spießer Vertretungsstunde. Nee, ich singe nicht. Es geht um die Schule. Agro oder was? Spießeralltag. Schlechte Noten, Stress mit den Lehrern und die Eltern nervös sowieso. Auf Tuchfühlung. ADAC, ganze Seite. Anzeige ADAC, dann noch zwei weitere Seiten. Also es hat sowas ganz Modernes, so einen super modernen Touch. Nach dem Motto, Werbung ist Kunst, Kunst ist Werbung. Auf dem Weg zur neuen Unternehmenskultur. Zweifellos ein stark wirtschaftlich ausgerichtetes Heft. Jetzt nicht sozialarbeiterisch wie linke Magazine oftmals. Das ist, ja, ich bin überrascht. Nochmal, der ADAC Mobil. Ich glaube, das ist ein Heft vom ADAC. Der Herausgeber ist der ADAC. Und das kann natürlich sein. Und das müsste man genauer recherchieren. Auch für Anzeige für Film. Nachts im Museum. Also, hier sind echte Werbeprofis, echte Grafikprofis am Werk, die aus ihrer Zauberkiste, technischen Zauberkiste, einiges ausschütten. Und hier ein Interview mit einem Musiker, Dirk Darmstädter, Before We Leave, vom erfolgreichen Labelchef zurück zum einfachen Musiker. Dirk Darmstädter. Seiner neuen CD. Also jetzt vermute ich, das ist vom ADAC ein Heft und die Farben passen ja auch. Also nicht Postbank, sondern ADAC. Gut gemacht. Dezember 2014, Januar 2015, Nummer 156, -sicherheit-spießer.de. Ja, ich überlasse das unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, selber mehr herauszufinden. Also, Aufmachung, Grafik, Layout, 1, Inhalte,
Ich brauche keinen, der mir erzählt, was Sache ist. Da hat er schon genug Foren für. Der hat doch eh schon wahnsinnig viel Macht. Der mischt sich doch eh überall ein. So viel zu Spießer.